Guten Tag. Mir wurde hier ein kleines Paketchen zugeschickt. Wie ihr vielleicht schon am Titel erkennen könnt, handelt es sich hier um ein Mainboard der Marke MSI. Und welches genau, könnt ihr gleich sehen, nachdem ich das hier schön einmal ausgepackt habe aus dem Karton. Was natürlich nie so einfach funktioniert, wie es sollte. Gucken wir noch von der Seite einmal. Und gleich habe ich es. Hier klebt sogar schon ziemlich. Schauen wir mal das ganze Stückchen hier an, was sich hier alles im Karton befindet. So gut verpackt ist es schon mal. Mit schön viel Werbung, die kein Mensch braucht. Und innen drin haben wir natürlich das schöne Prachtstück. Hier einmal das schöne Mainboard. Und zwar das MPG Z390 Gaming Edge AC. Als allererstes würde ich mal sagen, vergleichen wir das mal mit anderen alten Packungen, jeweils auch von MSI. Da habe ich nämlich mal zwei vorbereitet. Und zwar hier einmal das B250 Crate. Okay, das ist schon mal ein kleiner Unterschied zu erkennen. Das neue Board ist auf jeden Fall deutlich höher von der Verpackung. So 1 bis 2 Zentimeter auf jeden Fall. Aber sonst geben die sich optisch schon mal gar nicht so viel. Hier sind sie sogar im Standard gleich geblieben mit den einzelnen Zeichen. Von hinten würde ich auch sagen, hat sich da nicht ganz so viel getan. Die ganzen Spezifikationen in einer anderen Reihenfolge vielleicht, aber groß sich verändert hat sich da nichts. Ebenso hier zum Z270 Board. Das Gaming Pro Carbon hat sich da auch nicht so wirklich viel verändert, optisch gesehen. Schauen wir uns mal das Board hier an. Ich habe mich über das Board noch nicht ganz so groß informiert, da ich dachte, ich halte mich hier ein bisschen mal frisch, um ganz unvoreingenommen an die Sache ranzugehen. Als erstes haben wir natürlich Mystic Light, wie es so normal ist bei MSI. Audio Boost 4, Nahimic 3, worauf ich mich schon die ganze Zeit freue, weil ich die ganze Zeit nur mit Nahimic 2 rumhantiert habe und jetzt mal testen wollte, wie das neue Nahimic so sein wird. Ansonsten, wie immer, zwei M.2 SSDs kann man verbauen. Nvidia SLI-fähig ist es auch ebenfalls. Und ja, eine Sache, die ich jetzt schon auf Anhieb hier unten erkennen kann, das freut mich gar nicht. Wir haben vergleichsweise zu meinem alten Motherboard bzw. zu vielen anderen Motherboards, die ich habe, viel zu wenig USB-Anschlüsse. Klar, es gibt immer noch Alternativen, wie man USB-Anschlüsse hinzufügen kann, aber rein vom Grundprinzip her fehlen mir hier nochmal mindestens zwei USB-Typen. Das wird wahrscheinlich auch ziemlich viele andere verärgern. Ein Riesenvorteil, was wir aber bei diesem Board haben, ist, wie wir sehen können, ein Wi-Fi und ein Bluetooth-Adapter ist bereits im Mainboard integriert. Das wiederum wird ziemlich viele Leute freuen. Dann öffnen wir mal das schöne Produkt. Tada, da ist es doch. 1A verpackt, würde ich sagen, wie es sich gehört für so ein Motherboard. So, legen wir das mal erstmal beiseite und schauen, was sich sonst so da drin befindet. Einmal natürlich gut für die Verpackung. Karton und ganz viel Zubehör. Als allererstes eine SLI Bridge. Super. Kann man immer gut gebrauchen, wenn man SLI benutzt. Finde ich sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Dann, klar, das gehört dazu. Dass man auch schön natürlich irgendwo draufkleben kann. Meistens würde ich sagen, klebt man sowas aufs Gehäuse. Eine Treiber-CD. Ich weiß, viele sagen, sowas wäre unnötig mittlerweile, da man eh alles übers Internet runterlädt, aber ich habe schon oft den Fall gehabt, dass Internet irgendwie Probleme gab und man sozusagen nur über die CD sich alle Treiber schon mal laden konnte. Finde ich sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann True Gaming-Zeug. Klar, Papierkram. Mehr Papierkram. Danke, dass man sich für MSI entschieden hat. 100.000 Kleber, die ich wahrscheinlich so gut wie eh nicht benutzen werde. Dann insgesamt zwei Schrauben für die M.2 SSDs. Eine Anleitung, wie man Lüfter befestigen kann für Quick Installation. Dann natürlich haben wir hier die typische Anleitung. Top. Das hier finde ich jetzt nicht ganz so schön, dass man das selbst verbauen muss. Es gibt nämlich echt Boards, die haben das natürlich alle schon von alleine drauf. Das mag ich deutlich mehr, aber
In dem Fall ist das jetzt nicht der Fall bei diesem Board. Schöne Antennen fürs WLAN bzw. fürs Bluetooth kann man immer gebrauchen. Und sonst haben wir, okay, einmal schöne Kabel für die LEDs, würde ich behaupten, dass man schön LEDs anschließen kann. Und wie typisch für ein MSI Motherboard, zwei SATA-Kabel. Und das war's jetzt mal vom Inhalt her. Kommen wir also direkt zum direkten Mainboard. Packen wir das auch mal schön aus. War natürlich jetzt ein bisschen unklug, hier alles draufzulegen, aber naja. Wenn ich das hier so öffne, sehe ich gleich, die Farbe ist sehr schlicht gehalten von dem Motherboard. So wie sich das eigentlich auch gehört. Die Kühlkörper fallen mir sofort ins Auge. Das Board ist wirklich sehr, sehr schlicht gehalten. Aber doch hat es genug Kühlkörper, die man braucht. Hier das schöne MPG-Logo, hier das Edge und hier das MSI-Logo. Alles schön mit Kleber versehen, dass man auf gar keinen Fall Kratzer hat, bevor man das Mainboard ausgepackt hat. Die werde ich natürlich alle noch auspacken. Und dann schauen wir mal, was dieses Board alles so liefern wird. Gucken wir es mal von vorne an. Okay, hier die Anschlüsse nochmal direkt. Ja, sieht ziemlich hochwertig aus, verhältnismäßig zu anderen Boards. Gefällt mir. Also, ich habe das Board jetzt in den letzten 2 Wochen ausführlich getestet, so gut ich konnte. Und was soll ich sagen? Ich bin begeistert. Kommen wir gleich mal zum ersten Punkt. Dein Einbau. Also der Einbau, der war wirklich super einfach. Wenn man sich ein wenig mit PCs auskennt und schon den einen oder anderen PC gebaut hat, wird sich das hier nicht unterscheiden zu den anderen PCs. Du kannst das Mainboard ganz einfach einbauen, ohne Probleme. Wenn man doch mal Schwierigkeiten hat, kann man auf jeden Fall in der Anleitung nachschauen. Und da hat sich MSI was super Schlaues einfallen lassen. Und zwar auf jeder Seite, auf der auch Bilder vorhanden sind für die Quick Installation, gibt es auch einen Barcode, mit dem man jederzeit einscannen kann, wodurch man auf eine YouTube-Seite von MSI gelangt und dort eine direkte Videoanleitung findet, wie man einen PC zusammenbaut und die Einzelteile so einsteckt bzw. ansteckt oder einbaut. Zweiter Punkt. Wenn man den PC dann angesteckt hat, kommt man natürlich erstmal zum BIOS. Und zwar das Click BIOS 5. Wirklich, ich bin überzeugt von diesen MSI-Produkten, da dieses Click-BIOS so einfach gehalten ist. Wenn man einmal MSI benutzt hat, will man nicht mehr zu was anderem wechseln, da wirklich alles super einfach zu bedienen ist. Man kann wirklich, wirklich einfach die CPU, RAM und sonstiges übertakten. Für den RAM gibt es natürlich auch das XMP-Profile mit dem Try-It von MSI, was nochmal deutlich einfacher macht, den RAM-Speicher zu übertakten, da Try-It automatisch Sachen automatisch Profile vorschlägt, welche man verwenden kann, zu seinen einzelnen RAM-Riegeln. Einfach genial. Wenn man zum Beispiel aber auch keine große Erfahrungen mit dem Übertakten hat, kann man auch ganz einfach mal den Game Boost benutzen. Das ist extra oben links ein Schaltsymbol, welches man einfach nur anklicken muss und dann übertaktet sich die CPU um ein paar Megahertz, wenn sie belastet wird. Diese paar Megahertz sollte eigentlich jede CPU mitmachen, die eingebaut wird. Ansonsten ist mir auch aufgefallen, wenn man im Windows mal drinnen ist und CPU-Z öffnet, dass der Bus-Speed noch mal ein Ticken angehoben ist. Somit ist die CPU minimal automatisch schon übertaktet, wodurch aber keine Garantie entfällt. Und zwar ist der Bus-Speed bei 100,8 MHz statt einfach nur bei 100. Das heißt, wenn man den Multiplikator mit dem Bus-Speed benutzt, ist man trotzdem noch immer etwas höher, als die Core-Speed eigentlich haben sollte. Ist jetzt nicht unbedingt erheblich, aber so kann man doch nochmal das kleine Stückchen Rest rauskitzeln aus dem Prozessor. Natürlich, wenn man übertaktet, kann man das selbst jederzeit verändern. Ist auf jeden Fall kein Problem. Dann zu den Temperaturen kann ich auch eins sagen. Wow. Wirklich wow. Ich hatte davor ein Z270 Gaming Pro Carbon von MSI und bin jetzt eben auf dieses Mainboard umgestiegen und werde es eindeutig weiterhin benutzen für meinen Prozessor. Da die Temperaturen doch deutlich kühler gehalten werden, da diese drei Kühler unfassbar gut halten. An den Kühlkörpern werden Maximaltemperaturen, also habe ich Maximaltemperaturen von bis zu 60 Grad gemessen, außenrum eher 40 bis 50 Grad. Also nur in den Extremstellen werden allerhöchstens bei maximaler Übertaktung 60 Grad gemessen. Über 60 Grad kam ich nie hinaus. Im Gegenteil, ich habe meistens eher um die 40 Grad, egal wo. Teilweise sogar noch weniger als 40 Grad. Was ich allerdings auch zu den Kühlkörpern sagen muss, sie haben eben keine LED-Verzierung, wie man das heutzutage von den meisten Mainboards gewohnt ist, was ich allerdings gar nicht so schlimm finde.
Wenn man Wert auf LEDs legt, okay, ist es das eine, aber es wird nicht zwingend benötigt, da die meisten LEDs eh immer überdeckt werden von der Grafikkarte oder von sonstigen Dingen. Die Rückseite hat allerdings auf der rechten Seite einen LED-Strang, sage ich jetzt mal, welcher über die MSI-App angesteuert werden kann, über die Mystic Light-App, welches anfangs aber nicht so gut funktioniert hat. Als allererstes muss man erstmal das BIOS updaten über das Dragon Center und daraufhin lief eigentlich alles einwandfrei. Als nächstes bin ich aber kein großer Fan von den ganzen MSI-Apps, da man von MSI wirklich mit Apps überschüttet wird und man sich gar nicht entscheiden kann, okay, was öffne ich jetzt alles bei Windows Start, was nicht, was verzögert ist. Das sind alles Sachen, die man sich selbst entscheiden kann, ob man sie jetzt installiert oder nicht. Was ich allerdings schade fand, die Treiber-CD hat zwar auch Applikationen drauf, welche benutzt werden können, aber Sachen wie für den Sound werden da eher weniger drauf gehalten. Die Treiber wurden zwar, also der Realtek Nahimic 3 Treiber wurde zwar installiert über die CD bzw. über die Website von MSI, wenn du aber wirklich deine ganzen Boxen einzeln ansteuern willst, wirklich den Sound konfigurieren willst, muss man sich erstens mal Nahimic 3 runterladen für spezielle Soundeinstellungen bzw. wenn man zocken will oder einen Soundtracker benutzen will, ist es auch sinnvoll, wenn man sich Nahimic 3 runterlädt. Ansonsten hatte ich anfangs auch meine Probleme mit Nahimic 3, weil ich nicht so schlau war und die Realtek Audio-Konsole runtergeladen habe, was mir aber ziemlich viel Ärger erspart hätte. Denn nach 2 Tagen kam ich auch mal auf die Idee, nochmal in die Anleitung tiefer reinzulesen und dort war eigentlich auch beschrieben, dass man die Realtek Audio-Konsole runterladen soll. Sowohl Nahimic 3 als auch die Realtek Audio-Konsole muss man sich separat über den Windows Store herunterladen. Wenn man dies dann aber getan hat, kann man wie gewohnt, wie in dem alten, sogar Windows 7, seine einzelnen Boxen separat ansteuern, die einzeln konfigurieren, diese dann wieder bis zu 10 Dezibel lauter oder leiser machen. Vor allem, wenn du eine Surround-Anlage benutzt, wirst du die Realtek Audio-Konsole auf jeden Fall benutzen müssen, da du eben auch die Bassverstärkung jederzeit benutzen wollen wirst. Denn ich höre am liebsten über 2.1 Sound, was aber ohne die Realtek Audio-Konsole quasi nicht möglich ist anzusteuern. Weil dann eben nur 2.0 lief und mein Subwoofer nie getätigt wurde, weswegen ich kurz mal gezwungen war, meine alte Anlage wieder rauszupacken. Allerdings, jetzt wo ich die Realtek Audio-Konsole heruntergeladen und installiert habe, läuft alles genauso wie es soll. Ich bin absolut überzeugt von dem Realtek ALC-1220p Codec. Wirklich, in meiner Meinung nach braucht man eigentlich, wenn man so einen Codec hat, keine separate Soundkarte mehr, da diese wirklich alles übernimmt. Ich bin eindeutig überzeugt davon. Ansonsten muss ich sagen, das Board funktioniert einwandfrei und jeder, der nicht so viel Wert auf LEDs legt und trotzdem ein Z390 Board besitzen möchte, macht mit diesem Board nichts falsch. Wirklich. Das Board kann alles, es hat unfassbar viele Anschlüsse, du kannst noch haufenweise USB 3 Ports anschließen, du hast mehr als genug PCIe oder PCI Slots, die du benutzen kannst, von denen 2 sogar metallisch verstärkt sind. Und man kann 2 M.2 SSDs anschließen und trotzdem noch 4 separate HDDs anschließen. Das kann man sich genauer in der Anleitung anschauen, aber insgesamt hast du 6 Anschlüsse, um separate Laufwerke nochmal anzuschließen ohne M.2. Was wirklich sehr sinnvoll ist, weil ich tatsächlich alle benutze, weil ich ziemlich viel Speicher benötige. Zum Abschluss kann ich sagen, dass dieses Board für jeden Gamer, der auf keine Anschlüsse verzichten will, eindeutig geeignet ist. Dieses Board ist fantastisch. Ciao Leute und bis zum nächsten Mal.